In der letzten Folge bei Flüfs hat uns der Grandemeister-Markt richtig gegönnt und wir konnten jeweils ein Fossil kaufen, was uns in näherer Zukunft ein weiteres Paar bringen könnte. Anschließend haben wir es dann nochmal in einer unserer Nemesis, LGM, aufgenommen und auch da ist nichts schiefgelaufen. Wir sind ohne Verluste durchgekommen und stehen jetzt vor dem nächsten Encounter. So, 15 Pokebälle. Ich leade am besten mit Ampharos. Ich beneide deine Thunderwave, die ist zum Encounterfang natürlich giganice. Ja. Oh, das ist möglicherweise ein fünftes Paar. Ja. Celebi, let's go! Oh mein Gott! Das können wir ins Team nehmen. Sicher? Ist das Psycho das ist oder Pflanze? Das ist Pflanze-Psycho. Oh, haben wir kein Pflanze? Oh mein Gott, also. Oh, das ist aber ziemlich sicher Pflanze-Psycho. Ah ne, es ist Psycho-Pflanze, nevermind. Ja, dann wird's leider nix. Bad. Ja, wie fange ich das jetzt? Oh, der hat Leech Seeds. Oh, das ist wirklich. Okay, ich hab's. Ja, ich werde jetzt speeden, weil, sind wir mal ehrlich, das wird dauern. Wie viele Bälle hast du? 18. Yikes. So, Pokéball. Dream Ball. Schade. Nur ein Versuch wert. Premier Ball. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nehmen wir mit, I guess. Nehmen wir mit. Psychegras, ja. So. Ich habe jetzt Scooby-Doo. Scooby-Doo, warte. Wie heißt der grüne Typ von Scooby-Doo? Shaggy. Shaggy? Okay, let's go. Nein! Geil! Da müssen wir uns jetzt entscheiden. Celebi Houndour gegen Prankstar Poliwhirl. Ja, also... Hast du immer noch deine Grasschwäche? Deine Pflanzenschwäche? Also mit Houndour dann nicht mehr. Also ich habe halt nichts sehr Effektives gegen Gras. Aber ich glaube, dass ich mit Dingens... Mit Ampharos und Kokos Pokos gut dagegen ankommen kann. Mm. Aber. Also, in der Dingens Arena wird Celebi natürlich absolut nutzlos. Mm. In der Käfer Arena. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob Prankstar so viel nützlicher wird. Frage: Tank. Nein! Was? Das trägt ein Fossil in was? Was für ein Jackpot. Eine Legende. Was ein Jackpot. Holy shit, excusez-moi. Oh mein Gott. Junge, ich habe so gute Fähigkeiten. Oh, und Wesen auch. Das ist ein gutes Wesen. Ja, ich sag, Houndour ist es in der nächsten Arena eher über Dingens. Aber unsere Starter zu boxen ist halt auch schon heftig. Hm. Aber Houndour wäre für dich halt wirklich gut in der nächsten Arena. Viel Talk. Entscheid du. Ich bin mit beidem zufrieden. Ja, dann komm, lass wechseln. Okay. Wir pullen das jetzt. Wir haben letztes Mal unsere Starter nie gewechselt. Hat nicht gut geendet. Wir machen es anders. Also ich habe so insane Fähigkeiten, ne? Also holy shit. Und Leech Seeds im Team haben ist halt sehr, sehr geil. Ich habe die Attacken jetzt nicht angeschaut von Scooby-Doo. Du hast irgendwie Ember, Rauchwolke. Ja, Ember. Smog habe ich noch. Smog, ja. Howl und Leer. Howl ist halt useless as fuck. Ja. Oh, das war die Starter-Tante. Perfekter Lead. Mir fällt gerade auf, ich habe ein echtes Problem gegen Charmander. Das Ding ist, der one-hittet mich nicht und deswegen gehe ich auf Leech Seeds. Mach ich denn gegen das Charmander? Ich glaube einfach Mummy Sage. Glaube ich einfach. Ich sag, der one-hittet mich nicht. Solange der mich nicht one-hittet, bleibe ich doch drin, oder? Ah, wobei. Warum soll ich drin bleiben, wenn ich auf Kilian gehen kann? Ja. Der wird niemals von einem Ember gekillt. Nein, never. Smokescreen, es geht wieder los. Ja, habe ich auch schon abbekommen. Ich habe Flashbacks, Hamster. Ich habe Flashbacks. Ja, mit Bone Club jetzt auch noch. Mhm. Vielleicht willst du gleich Dingens rauswechseln, um die Dinger zu resetten. Ja, ist glaube ich jetzt schon das Play, weil ich treffe nix. Ja, das ist Poliwhirl nicht mehr, ne? Aber du, warte mal. Wird der auf Ember gehen? Dann landet Scooby-Doo natürlich ein Free-Switchen, aber dann machst du nichts. Ja, ich würde dann eh wieder zurück zu Mummy Sage wechseln. Ja, okay. Und Scooby-Doo brauche ich vielleicht für Dingens, für... Für das Pflanzenmon, ja. Ja, ja. Dieser Samen. Let's go, ich komme durch. Sehr gut. Killt das jetzt auf minus 2? Das killt jetzt nicht. Nee. Ja, ich wechsle jetzt einmal zu Scooby-Doo und dann wieder zurück. Weil der wird mich halt nicht killen und Ember wird nichts machen. Und wenn er eh wieder auf Foul geht, juckt nicht. Ja, Smokescreen, perfekt.
Wenn ich jetzt treffe, ist er sowieso weg. Ja, Ember. Bitte komm durch. Krippen. Ja, Krippen. Let's go. Aber du kriegst ihn zurück. No ja. way. Was eine Runde. Das ist einfach Karma. Crit-Burn in den Crit. Das hat er verdient, sage ich. Das hat er verdient. Shaggy und Scooby-Doo, die regeln das jetzt hier. Mhm. Ich muss jetzt echt dran denken, dieses scheiß Ding ins umzustellen. Erinnere mich bitte dran. Ich vergesse es doch selber jedes Mal. Oh. Ey, das Ding hat actually in Confusion überlebt. Bild. Aber ich war schneller, ne? Also, ich hab nicht drauf geachtet, keine Ahnung. Sein. Aber ist wahrscheinlich, dass du schneller bist. Bulbasaur ist jetzt echt nicht so das Speedmonster. Ah, es hat mich outspeedet. Oh mein Gott. Bro. Da war das eben ein Crit. Die Entscheidung wurde uns fast abgenommen. Ja, jetzt ist es Kokospokus. Vor allem, wenn er jetzt auf Tackle geht. Ja. Ja, sehr gut. Ist Tailwhip nicht komplett retarded, wenn er dann Watergun drückt? Ja, als ob die KI extrem intelligent wäre. Die Einstellungen. Oh mein Gott, das Speichern hat mich dran erinnert. Ich hab's ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Sad. So, schauen wir mal, wie gut du hier bist, kleine Taube. Ja, der Damage ist wirklich underwhelming. Ja, die muss erstmal, wie gesagt, die muss erstmal ein paar Schellen kassieren, bis sie reilt, was sie eigentlich kann. Ich glaube, Gast ist physisch. Kann es sein, dass das das Problem ist? Gast ist physisch, ja. Ja, Jungs. Ganz bestimmt ist Gast physisch. Auch Airslash oder sowas. Oder Aircutter. Billion, das kann mich nicht killen, oder? Oh, ey. Wahrscheinlich. Er hat auch Gast. Die Gast-Diff ist groß. Oh, Level 14 direkt, holy shit. Die Taube levelt so schnell. Ich hab die Zap-Plate, die könnte ich eigentlich einfach rausgeben, oder? Ja, klar, warum nicht? Ich hab 50 Pokébälle, by the way, warum? Was hab ich getan? Ich hab 13. Ich hab 50 Bälle, was zum Fick, Alter, woher hab ich das Geld? Oh, wait, warte mal. Der will was tauschen, wir könnten den Tausch abchecken, actually. Wo ist der denn? Will you try to slig you for Aluminium? Links das Haus, was du gerade siehst. Ja gut, ich werde auf jeden Fall kein Sligu für Aluminium aufgeben. Jemals. Also für mich ist der Trade irrelevant. Ne. Maskeregen für Dinge? Das ist actually wild. Ja, aber ich habe keinen Maskeregen. Ja, ja, aber wenn du später mal eins hast, ne? Ja, maybe. Wasserkäfer ist natürlich ungünstig für Scooby-Doo. Das stimmt. Was hast du gegen Wasserkäfer? Ampharos, actually. Ja, Ampharos, actually. Mega Beedrill. Das ist kein Mega. Schade. Das ist diese Biene. Aber actually will ich hier nicht drin bleiben. Was hast du denn jetzt gegen meinen Dusselgur? Ich hab nichts gegen deinen Dusselgur. Mir fällt gerade auf, dass mein Dusselgur deutlich schlechter in dieser Arena ist, als ich dachte, weil ich weak zu Poison bin. Stimmt, ja. Das ist actually problematisch. Ich würde fast dann gerne... Ah, mein Psycho-Pokémon ist aber auch weak to poison. Und hier habe ich wenigstens Gale Wings, das heißt, ich bin immer schneller. Aber ich habe auch Angst, weil das Ariados hatte eine Gesteinsattacke, das weiß ich noch. Boah, der Kampf wird gleich echt nicht geil. Boah, das hat ja richtig EP gegeben. Weißt du noch was? Ich glaube, die waren Level 14, ne? Meine auch, ja. Vielleicht sollten wir alles auf 14 knallen dann, bevor wir zum Leiter gehen. Bin gut. Aircutter! 95 Accuracy, though. Ja. Aber das Ding ist halt, ich werde niemals Quick Attack einsetzen, weil alle meine Dingensattacken Prio haben und stärker sind und speziell sind. Ja. Nee, Gast ist ja physisch. Hatten wir doch vorhin geklärt. Butterfree. Ja, das ist doch free. Was ein Schenkelklopfer. Für Beine amputierte. Du verlierst hier keine AP, wenn du Para bist. Nicht? Nee. Hey. Warte, Beedrill ist Käfergift, oder? Yes. Kann ich einfach mit Ember drin bleiben, I guess? Yes. Jetzt bin ich geparat und confused. Helian! Oh mein Gott, das macht gar nichts.
Ist actually gar nicht so geil gerade. Weißt du, was richtig geil wäre? Imagine, du spielst eine Soul Link und alle Rivalenkämpfe und so weiter sind ein Doppelkampf. Aber ein legit Doppelkampf. Das heißt, du auf einer Seite, ich auf der anderen Seite. Mhm. Die Idee dürfen wir keinem sagen. Das wird unser dickes Projekt. Pass auf. Oh mein Gott. Du bist Typ Unlicht, das weißt du, ne? Plus, wir sind deathless gewesen. Ich wurde weggekrittet. Deine Mom wurde weggekrittet. Von Crosspoison. Ja, mit wem war der jetzt gepaart? Was mit, kannst du jetzt in der Dingens nachgucken in der mit Liste? Mit Celebi. Plus, ich habe Celebi nicht einmal benutzt, ne? Ich weiß. Ich hab Celebi. Nicht einmal. Oh mein Kann Gott. Kann der mit aufhören zu kritten? Oh mein Gott. Ja, der hat garantiert irgendwie Sniper oder so. Ja, der krittet mich die ganze Zeit. Was soll ich denn tun? Was hast du noch dabei? Ist Resisted Hokus Pokus und Mummy Safe nicht beides? Weiß ich nicht. Weil der ist doch Geistfee hier. Nein, ja. Der ist schlecht. Ja, aber Boden resistet doch sowohl Käfer als auch Gift, oder sehe ich das falsch? I guess. Ja, dann hab. Aber Mummy Sage tankt halt nix, ne? Ja, der ist aber paralysiert. Was willst du machen? Willst du drin bleiben? Ich glaube nicht, dass Ampharos den jetzt killt. Ja, bleibt mir nicht für ein anderes übrig. Ja, noch ein Crit, let's go. Crit easy. Drei Crits hintereinander. Boinkop killed. Wenn es denn trifft. Okay. Ja, killed. Aber jetzt kann ich mit Boneclap Bara flinchen. Fuck. Das macht ja gar nichts. Ja, Mummy Sage ist halt einfach ein Lappen. Er ist neutral. Ist neutral, actually. Lia. Lia. Anstatt Tail Whip, let's go. Okay, let's go. Ich glaube, Tail Whip ist actually besser, aber schade. Ja, werde ich eh nie drücken. So, jetzt kommt noch ein Butterfree. Hat das Giga Drain. Oder Mega Drain. Das ist möglich. Kann das. Also das hat garantiert keine Giftattacke. Kann das dein Miss Mages irgendwas? Weiß nicht, ist Käfer sehr effektiv auf Fee? Ich glaube nicht, oder? Nein, niemals. Ja, dann ist es das Play, oder? Und selbst wenn, Geist resistet Käfer. Ja. Ich habe Psywave. Aber das ist hier, glaube ich, nicht Gift, oder? Hatte das hier nee, nicht das irgendwie ist einen anderen Psycho. Typen? Ja. Deswegen gehst du auf Astonish. Ja. Das ist auch normalerweise nicht Gift. Das ist normalerweise Käferflugflüfs. Stimmt's. Konzentration. Wir haben keine 2 Minuten aufgenommen, ja? Und du verlierst Hund Oster. Ja, ich wurde weggekrittet. Ich hab's gerade schon mal gesagt. Deine Mom wurde weggekrittet. Guck in die Aufnahme. Wird allein nichts machen, ne? Ja. Oh mein Gott. Muss mit Tränken gleich arbeiten. Hm. Wie viel macht das? 10. Das heißt, Crit Range ist noch nicht, weil Crit Range ist hier nicht doppelt, ne? Ja, ist nur 1,5. Okay. Hättest du aber auch jetzt schon heilen können, weil du auch. Ah, nee, kriegst actually nicht Max Value. Jetzt kriegst du erst Max Value. Pass auf, du bist jetzt geparat. Hm. Dann muss ich noch einen Trank wasten. Hättest jetzt einen Para-Heiler einsetzen können. Oha, ah, tatsächlich nicht. Jetzt renn bitte nicht in den letzten Trainer rein. Habe ich nicht vor.
Ja, da hat's auch nicht vor, was zu verlieren. Ist trotzdem passiert. Das ist tatsächlich korrekt, ja. Wäre ja sonst auch zu einfach. Ja, das wäre richtig gut gewesen mit Leech Seed, ne? Und Recover und Heal Bell. Das wäre so ein guter Support gewesen, ne? Das ist korrekt. Und Duster hätte ich tatsächlich auch gerne gehabt. Ja, Hundemund wäre wild gewesen. Aber was wurdest du denn erwischt? Cross-Poison-Crit killt den noch nicht. Doch. Beedrill. Ja, guck, in die Aufnahme. Cross-Poison-Crit hat ihn komplett weggefetzt. Wie wir es deutlich später erfahren sollten, hat Bibo in diesem ROM-Hack einen kleinen Boost im Angriff und einen ziemlich heftigen Boost im Speed erhalten. Außerdem ist Sniper, also Superschütze, nicht mehr die versteckte Fähigkeit, sondern eine von zwei regulären Fähigkeiten. Und das erklärt dann, wieso Cross-Poison so verdammt viel Schaden gemacht hat. Ja, sollen wir den da wieder mitnehmen? Ja, ja, natürlich, warum nicht? Macht ja keinen Sinn, den nicht mitzunehmen, ne? Alright, sie hat zwei Mons. Beginnt mit Venonat. Also Blutzock. Das ist Käfergift, I guess? Das ist normalerweise Käferpsycho. Käfergift. Es könnte hier theoretisch Käferpsycho sein. Es wird auf jeden Fall Psycho-Attacken haben, das steht fest. Es kommt jetzt niemals eine Käfer-Attacke, ne? Hoffentlich nicht. Nee, es kommt jetzt Psychstrahl. Oder Confusion. Ist dasselbe. One-hit ich den? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm-mm. Aber one-hitted der mich? Unwahrscheinlich. Das Ding hat doch einen mega Trash-Angriff, oder nicht? Na gut, vielleicht wurde es hier gebufft. Es ist Psycho. Ja, so Psycho. Oh, der Crit hat gekillt, actually. Nee, Quatsch. 20 mal 1,5 sind doch keine 40. Ach so, ja, ja, true. Ich hab schon wieder mit mal 2 gedacht. Er hatte Käferbiss, ne? Ja, Käferbiss und Konfusion habe ich bis jetzt gesehen. Und das ist doch eigentlich wieder Mummy Sage, oder nicht? Könnte man durchaus argumentieren, allerdings kann er Hokus Pokus auch nicht wirklich was. Und da bist du sehr effektiv und der muss eh noch trainiert werden. Ja, dann Astonish, I guess. Sei natürlich der Spukball, das wäre natürlich gigawild. Hey, Mädchen. Ah, Flinch, sehr gut. Komm, noch ein Flinch. Komm, Kokos Pokus. Fake-Out könnte actually gut sein. Alter, Kokos Pokus carried einfach komplett Double Flinch. Insane. Fake-Out könnte für den Doppelkampf actually wild sein. Lightscreen! Not bad. Also besser als Helping Hand, I guess. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich mache lieber Lier weg als Helping Hand. Ja, du wirst halt beides nie drücken, ne? Lightscreen? Nein, also, Lier und Helping Hand. Ja, ich sag mal so, beides ist im Doppelkampf durchaus brauchbar. Aber ich glaube, Helping Hand hat mehr Anwendung. Gott, das hat ernsthaft jetzt getankt, weil es mit Strugglebug mein Spätz-Attack gesenkt hat. Ja, du Sack! Ja, ich hab Neutral-Torso. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kilian ist so hohl, dem kannst du keinen Angriff nehmen. F an Kilian. Okay, womit liegen die nochmal? Ich will nicht nachgucken, aber ich weiß, Ariados war mit Ariados dabei. War Ariados direkt im Lead? Vivillon war, glaube ich, nicht im Lead. Aber die hat auch die Vorentwicklung von Ramoth im Hintergrund. Aber wer ist neben Ariados im Lead? Butterfree, glaube ich. Butterfree? Also sie hatte auf jeden Fall Butterfree, glaube ich. Doch, ich meine schon. Als ob die Vivillon und Butterfree hat. Weiß es nicht. Auf welches Level trainierst du jetzt? 14 oder was? Nein, Wattzapf. Ariados und Wattzapf ist der Lead. 14. Ja. Ja, gut, was ist der Plan? Ariados und Wattzapf. Was ist bei dir der Lead dann? Ja, I guess. Also gegen Ariados. War das nochmal? Wasser? War das Wasser? Nee. Das war Ariados. Ah, nee, das war diese komische Spinne, ne? Gift. Ja. Gift und Käfer. Da ist es, glaube ich, Mummy Sage. Ja. Gegen Wattzapf, Elektro, Käfer. Ja, Mummy Sage und Ampharos, I guess. Setup hast du noch keins auf Dingens, ne? Nicht. Ja, Call meint es noch ein bisschen früh. Oder One Punch Man. Ich frage jetzt, haben die dann eine.
Aber der ist noch gar nicht Kampf, ja. Das ist natürlich gut. Gegen Wattzapf auch schwierig. Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, ich nehme Mummy Sage und Kokos Pokos, weil mit Amphibulous kann ich, glaube ich, nicht so viel tun. Amphibulous brauchst du vor allem auch gegen das Vivillon, ne? Ja, da ist das als Switchen, glaube ich, ganz gut. So, bei mir überlege ich, das Untersagte zu tun. Ich weiß nicht ganz, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich überlege, mit Prankster und Uncle Benz zu leaden. Hear me out. Ich würde dann Runde 1 Fake Out auf Ariados machen und den Lightscreen rausholen. Ja. Und dann würde ich einen Double Switch machen. Warte, hat Uncle Benz den Fake Out? Ja. Okay. Ja, wäre eine Idee. Auf Ariados sagst du, ne? Und WhatsApp kann der ja eigentlich nix. Frage ist halt nur, wie safe ist es, Xiaomi da wirklich reinzukriegen? Aber hinterm Lightscreen? Ich will Xiaomi eigentlich gegen Gift gar nicht drin haben, oder? Vielleicht wechsle ich dann erstmal nur Kilian rein und lass Uncle Benz dann drin. Ja, oder so. Und dann, wenn Vivillon reinkommt, setzt er ja eh Gast auf Uncle Benz ein und da kriege ich dann Xiaomi vielleicht rein. Ja. Ich glaube, ich mache das legit so. Das wirkt wahnsinnig, aber let's go. Alright. Gucken, ob wir hier wieder ohne Tod durchkommen. Ja, die Arena ja nicht mehr. Flüfs. Arena ja nicht mehr. Ja, aber dass du einen Duster da verloren hast, das wäre ja so ein insanes Mal ich gewesen. Ich weiß, aber es hat mich halt mit Crosspoison komplett weggekrittet. Es hat dreimal hintereinander gekrittet. Das Kackvieh. Okay. Ariados mit Intimidate. Das ist actually auch. Ah, nee, ich hab Neutralklausel. Also ich hab nichts gesagt. So, jetzt holen wir den Lightscreen raus und wir. Okay. Also, Fake outen Ariados. Astonish auf Ariados und Bone Club auf Ariados. Joltik kann mir doch nix, oder? Joltik konnte Ladestrahl. Ah, das und macht Thunder Wave. Ah, Thunder Wave ist nervig. Mhm. Mach ich dann Joltik weg einfach mit Bone Club? Es ist halt nur neutral auf beide, ne? Weil Käfer halt bodenresistiert. So, jetzt wechsle ich hin Kilian. Ich könnte Sand Attack benutzen, weil sind wir mal ehrlich, wie viel macht Vital Throw? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Macht das so. Shadow Sneak. Interesting, okay. Das wusste ich nicht mehr. Oh Gott, das macht gar nichts. Und Bugbite. Ja, es hat auch nie Shadows. Ja, natürlich geht's daneben, ich liebe es. Es hat Shadow Sneak aber auch nie eingesetzt, ne? Weiß ich nicht, vielleicht schon und wir haben es vergessen. Jetzt kann ich mit Kokos Pokos halt nicht drin bleiben. Gehe ich dann auf Amphibulous? Ayo! Wieso macht das so viel? Was hat er denn eingesetzt? Shadow Sneak. Makuhita tankt einfach gar nichts. Wir haben doch beide niemals. Ah, WhatsApp hat aber. Okay, ich muss auf Amphibulous gehen eigentlich. Dann kann ich mir wieder das Ariados fahren, ja. Er macht halt gar nichts, ne? Junge, er ist auf minus 2 Genauigkeit und trifft einfach den Ladestrahl, der eh schon irgendwie nur 70% Genauigkeit hat. Schon wieder falsch. Ladestrahl hat eine Base-Genauigkeit von 90%. Dementsprechend haben wir auf minus 2 eine Chance von 54% zu treffen. 70% ist die Chance auf den Spätzangriffsboost, nachdem man getroffen hat. Nach all der Scheiße, die wir heute gelabert haben, haben wir es echt verdient, aufs Maul zu kriegen. Und die Double-Full-Paare. Macht doch jetzt nichts, ja. Thunderwave, sehr gut. Perfekt, wieder Full-Life. Bitte triff. Dankeschön. Tja, was mache ich jetzt? Macht gar nichts. Rock Throw. Bugbite. Ja, das macht nichts. Thundershock. Komm, Fullpara, Fullpara, Fullpara. Windneedle. St-
Stopp. Oh mein Gott. Die Frage ist heilig jetzt, Mami Sage. Muss ich eigentlich, ne? Auswechseln ist es halt nicht, wenn Joltik noch lebt. Ja, ich muss... Dann bin ich auch nur auf 26. Das jetzt nicht dein Ernst. Was ist passiert? Ich wollte über Prankster pivoten, um Pildiff safe reinzubekommen, damit er nicht in eine Elektroattacke rennt. Und in der Switching-Runde setzt der Typ Spiderweb ein. Jetzt kann ich nicht auswechseln. Oh mein Gott. Und ich war zum dritten Mal in Folge Full Parat. Chillig. Chillig. Komm, der setzt doch jetzt niemals eine Elektroattacke ein, oder? Nein, macht er nicht. Mann. Was mache ich danach? Und halt Resist. Vier Runden Vollpara! Vier Runden! Das ist 0,3, 0,4% Chance. Oh mein Gott, Alter. Stirbt das... Ah ja, das dann Double Target. Nee, kann ich nicht, wenn ich heile. Oh. Das ist halt alles irgendwie nicht. Nutze sein Item und sack Prankster. Prankster. Ich habe keinen Trank, der ihn in eine Range bringt, wo er überlebt. Das heißt, ich benutze ihn jetzt, um die Para loszuwerden, die mich ja komplett fickt. Mit wem war Prankster gepaart? Gute Frage. One Punch Man? Ja, ja, das war unser Starter. Ja gut, dann ist die Option auch raus. Ja, weiß nicht, was ich tun soll. Same, Bro, same. Ach, wenigstens den Attack Boost. Okay, ah. Okay, okay. Jetzt kommt Uncle Benz. Ich fake oute Joltik und kille Ariados. Oh mein Gott! Ja, super dran. Na, Shock of Aria, das ist auf jeden Fall des Players. Ich ist high, es ist wieder low. Muss heilen. Wechseln ist halt auch nicht das Ding. Geil jetzt. Irgendwas will ich ja tun. Das wir haben insgesamt drei Items jetzt benutzt. Mhm. Ja, die Foliepara, let's go, sehr gut. Bitte Kritte einfach. Backbite. Gilt nicht. Dann ist Dariados jetzt weg, auf jeden Fall. Junge, Alter, ich werd so weggehext. Oh, da ist die Super Potion. Ich hasse mein Leben. Backbite auf Amphibulous, okay. Mag ich jetzt eigentlich eher weniger gern sehen. Reicht das für das Joltik? Hoffentlich. Verkillt mich der Double Target. Der Double Target wahrscheinlich schon. Jetzt aber nicht nochmal heilen. Ich weiß nicht, ob ich hier ruhig rauskomme. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier durchkomme. Die vier Fullparas haben mich komplett gefickt und ich habe den auf minus 3 Genauigkeit. Der trifft trotzdem alles. Ja. Wahrscheinlich Facettenauge, aber trotzdem. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich hier durchkomme. Ja, das sieht nicht allzu gut aus für uns. Die Auflösung des Kampfes sehen wir aber erst in der nächsten Folge bei Flüfs. Seid also gespannt.